nicht anhängen. Sag mal, Kader, was seid ihr? Ihr macht wohl gerade alle den Florian. Ja. So nicht so geil. What the fuck? Spring mal. Sieht aus, als wenn Kater den Miststreuer nach Hause trägt, ey. Lass mich in Ruhe. Ja, ja, weil ich jetzt drin. Springt heute gar nicht. Ich spiele lieber auf kleineren Maps, sagen wir so, ein paar kleinere übersichtliche Felder bestellen. Ja, haben wir. Guck mal eben, ob wir ein größeres Wasserfass oder sowas haben. Ich glaube, wir haben das. Es gibt vielleicht nur ein Wasserfass. Es gibt nur ein Wasserfass. Okay, dann besorge ich uns mal die Tage ein neues Wasserfass. Ja. Was auch nicht und so, weil das. Ja. Ja, das, was wir haben, ist winzig kleiner. Da fährst du auf das Kuhfeld drauf und denkst du so, ja, schon wieder leer. Das Wasserfass, was da steht, ist größer wie das, was wir hinterhängen haben. Ja, das stimmt. Hier in der Garage, da steht auch noch ein Wasserfass. Geht das nicht auch? Was geht? Das Gelbe? Das Gelbe? Ja. Keine Ahnung. Welches Gelbe? Das meinst du das Güllefass? Ja, mal das Schau mal im Shop nach. Das Güllezeug ist nur für Gülle da. Naja, nur Gülle. Mir steht halt aber bei einem Garanten, weil in diesem Fass lassen sich Flüssigkeiten transportieren. Ja, aber Fruchtart. Guten Appetit, wenn du Frau Gülle drin hast. Fruchtart hast du nur den Gülle-Dings da. Hast du kein Wasser oder keine Milch. Das stimmt. Ja, deswegen bräuchten wir eigentlich mal ein größeres Wasserfass, das stimmt schon. Da müssen wir mal Mods packen, irgendwelche aussortieren, die wir gar nicht nutzen jetzt, ne? Dann müssen wir zum Beispiel den... Kannst du zum Beispiel den Flug wegschmeißen, der hier in der Ecke liegt. Ist das ein Mod? Nee, kein Mod. Achso. Oh, steht doch ein bisschen drum, wir benutzen hier noch einen Flug. Ja. Der Deutzer geht mir gerade im Tieres auf den Piss. Die ganze Zeit konnte ich hier grobbern mit bis zu 15 km/h. Jetzt kriege ich gerade so mit Hängen und Würschel 4 bis 5 km/h drauf. Ja, weil du bergauf fährst, ne? Hast du bergab. Hast du ein Gewicht vorne dran? Warte mal, ich habe ein Gewicht dabei. Nö. Versuch's mal mit dem Gewicht. Bleib mal genau so. Was sagen die Rüben? Welches Feld sind die Rüben? Da kannst du doch nicht rüber fahren. Feld. Oh, Und ist wieder Tag der schlechten Wortwitze. Letzte Stufe für die Rüben. Was ist eine Kuh auf dem Fahrrad? Na? Das wird doch nicht gut, Ed. Murat! Ja, also jetzt wird's langsam rassistisch hier. Ja. Was sagt das Handy am Ladegerät? Bin Laden. Ja. Der ist ja auch so. Nein, wobei das die Sache ist, die Tochter von meiner Freundin ist ja mit dem Türken zusammen, aber der ist ganz nett, also der ist wirklich ganz entspannt. Der hat den Witz vorhin selber erzählt, also. Ne? Ja. Ja, der darf das aber auch, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, macht das eher von uns, heißt es gleich Rassismus. Ja. Nein, da heißt es gleich Nazi. Ja, der hatte das mit den Amis erzählt. Was, die Amis? Ja, irgendwas hat mir, irgendwas, dass die Amis die Deutschen immer rassistisch nennen und irgendwas anderes, wobei das Ganze dann auch wieder ziemlich rechts rüberkommt. Ach nein, meinst du nicht die Franzosen? Weil die Franzosen finden, egal was die Deutschen sagen, ist ein automatisch Nazi. Hey, ihr habt einen tollen Wein, Nazi, was? Ja. Soll ich die Wiese unten am Hof auch noch gleich mal mähen? auf der Rückseite vom Hof? Warum komme ich ohne Gewicht den Berg schneller hoch als mit dem Gewicht? Weil du leichter bist. Aber ich habe hinten noch 12 Tonnen dranhängen, plus den Hänger selbst noch. Eigentlich müsste der Traktor sogar hochgehen. Ach, hier ist auch gemäht, okay. Übrigens, wir haben den gelben auch noch hier unten stehen, ne? Welchen gelben? Das gelbe Güllefass. Ach so. Sehe ich gerade. Da hatten wir schon Güllefass. Ja. Ja, aber so ein kleines gewesen. Jetzt haben wir wenigstens ein großes. Aber wir kaufen einfach alles doppelt, ne?
Dann können wir aber noch das kleine verkaufen, weil das brauchen wir ja nicht. Nee. Weißt du, das für ein kleines Wasserfass hier in der Garage, das kannst du auch verkaufen. Könnten wir eventuell. Ist hier gerade jemand unten an der BGA? Ja. Wenn wir mal den Hänger zurecht drücken. Kurze Frage. Ja, Charlie. Wir haben. Warte. 89.000 haben wir. Genau, wir könnten doch zum Beispiel den kleinen Bandner verkaufen. Den wollt Kater haben. Achso, okay. Dann behalten wir den. Oder? Ich weiß nicht, was du hast. Den Amazonenflug könnten wir doch verkaufen, weil keiner flügt. Ja. Dann könnten wir Pottinger oder Pöttinger Mähwerk verkaufen. Ja. Das Seitenmähwerk, ne? Genau. Ja. Dann könnten wir. Fleisch. Da den Zunhammer. Wart's aber runter, dann gibt's mehr Geld dafür, ne? Ja, den Zunhammer Gülletechnik verkaufen. Weiter, passt so. Brauchen wir unbedingt eine Ballenpresse? Jetzt nicht mehr, weil ich damit eigentlich mit der Ballenpresse wollte ich eigentlich Heuballen pressen. Leider funktioniert das hier nicht. Ist im Normalmodus immer so, dass man mit einer Ballenpresse Heuballen presst. Ja, aber wenn du die Ballenpresse nicht brauchst du auch diesen Ballensammelwagen. Nee, weil wenn du hier... Was habt ihr denn da direkt? Habt ihr Quader oder Rund? Quader. Weil, dann könnten wir doch auch noch den Liebherr-Dingster-Teleskopwagen. Ja, den fahre ich gleich runter zum Shop. Nochmal, ich finde den aber schöner als den anderen. Der ist aber scheiße zu bedienen. Der Radlader ist besser. Ja, und der Radlader hatte größere Schaufel. Ja. Okay. Du, wenn du. Ich meine, du bist so selten an der BGA-Waldmeister und schaufelst so irgendwas rein. Ja. Ne? Dann sammle ich mir eben schnell die Ballenpresse ein. Ja, und den Ladewagen. Ach nee, kriegst du ja gar nicht beides. Irgendwann kaufen wir ihn wieder. Ja, macht ja nichts. Ja, fair, Alter, was kostet die Welt. Wofür brauchen wir jetzt eigentlich so viel Geld? Oben Feld 14 kaufen. Achso, was kostet das? 139.000. Oh, okay. Ja. Das Gewicht und dann ist könnten wir eventuell gucken, dass wir noch ein anderes Feld noch ein anderes Feld kaufen, beziehungsweise ein Kartoffelroder brauchen wir ja auch noch. Ja. Ich fahr jetzt mit stolzen 2 km/h. Oh. Muss man aufs Gas drücken, ne? Ich weiß, rechts ist das Gas. Ja. Mir fehlt aber rechts das Joystick, wo ich mal die Gänge hochschalten kann, weil die Gruppen durchschalten. Oh nein. Was denn? Der Shopper zu? Nein. Ja, doch, das bitte. Auch, aber... Wir müssten dann irgendwann noch Feld... Hast du wieder einen Florian gebaut? Hm. Sag mal, ey, du machst mir langsam echt Konkurrenz hier, ey. Du bist nicht mehr langsam nicht mehr tragbar. Du bist ja bald noch besser als ich. Mann. Das ist jetzt aber auch noch human. Das ist das Einzige, was ich konnte. Einen Florian bauen. Und das nimmst du mir jetzt weg. Nein, ich lerne noch. Ich lerne noch. Warte. Das ist noch nicht. Da muss ich mal definitiv sagen, das habe ich heute gleich zum Start. Ich gehe an die BGA und setze das Ding gleich aufs Dach. Warte mal, wo bist du denn? Übrigens, ein Mähdrescher ist voll. Wo bist du denn, Charlie? Ich bin gerade auf dem Weg durch. Du warst gerade schon durch. Hier? Mit 2 Hängern. Wo? Bist du mit dem Steier? Fährst du mit dem Steier? Nee. Nee, mit dem MB-Truck. Ach hier, oh. Ja, das sieht gekonnt aus. Oh, ich krieg den hier nicht rausgedrückt, ey. Ja, das ist das Problem. Aber wie kann ich mal aus der Geräteauswahl? Geh. Aber ich brauch Hilfe. Nee, ich mal den zweiten Mähdrescher abtanken. So. Jetzt hab ich wieder freigefahren hier, ne? Das ist prima. Mähdrescher abfahren, ich kann gerade nicht abfahren. Ich bin gerade schwer beschäftigt mit Gras sammeln. Ich bin aber gleich fertig. Da muss ich Sachen verkaufen. Ja, ist aber gut gemacht, Charlie. Also, das habe ich aber auch schon gebracht, als ich mal nicht aufgenommen habe. Was soll ich mit dem Sammelwagen Bergmann mit dem kleinen hier unten? Ich wollte mit dem Doppelmähwerk in eine Garage rein. Das mit dem Bergmann Sammelwagen mit dem kleinen, ja, das ist eine gute Frage, was wir dem wollen. Und an der BGA meinst du, ne? Ja. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht können wir den auch verkaufen. Ja, alles, ich würde sowieso generell, dass wir jetzt mal irgendwie durch die Maschinen durchgehen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Ja. Weil das ist alles totes Kapital. Und dann könnten
kann man eigentlich oben auch den kleinen Miststreuer notfalls verkaufen, ja, und einen größeren Miststreuer kaufen? Ja, weil so ein kleiner Miststreuer, das bringt mal gar nichts ein. Ja, dann fahre ich den Miststreuer runter zum Shop jetzt. Ja, mach aber den vorher noch leer, da ist noch was drin. Ui, ich habe mal wieder 3 Zuschauer, yippie! Sehr gut. Alle Let's Multiplayer abonnieren, YouTube und so. Hier, Kater, du stehst da gerade so. Willst du schnell mitkommen, Maschinen wegfahren, oder hast du gerade noch irgendwie was zu tun? Was soll ich einhängen, was soll ich wegfahren? Ach, schade. Ich kann den Miststreuer nicht mitnehmen. Warum? Weil ich mit dem Case hier rumfahre. Ach so. Willst du den Miststreuer, weil dann nehme ich hier unten mit Güllefass mit oder so. Oder guck mal bei. Irgendein Miststreuer. Jo, ich guck sowieso. Wie sieht eine Miststreuer aus? Das grüne Ding, da steht so ein kleines grünes Ding in so einem Kabuff oben drin. Ja. Oben am Hof. Da ist noch ein bisschen Mist drin. Da ist auch Feld drauf. Ist doch Mist. jetzt muss ich den Hof. Oh, Entschuldigung, Kater. So kleines. Ich dachte, hier sind keine Kollisionen gefallen. Mal sind hier Kollisionen, mal nicht. Ja, so ein kleines grünes Ding in einem Puff. So ein kleines grünes oben, Männchen. Oben bei den Kühen. Na, was ist blau und schwarz? Du brauchst doch Blei bei der Kirche, ich so glaube. Wenn ihr auch noch Geld braucht. Dort sein im FDR-Temp. Wenn ihr noch Geld braucht, ich hatte vorhin einen Baum gefällt, Gille. Der ist fertig aufgeladen. Alter. Wieder auf dem Hof. Charlie, ey, was brennst du denn hier so durch die Gegend rum, ey? Wir sind hier auf dem Hof, ey. Da ist ein Franz auf dem TS. Zieh mal rein hier. Kann ich nicht. Achso, warte. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Hast du lange gewartet? Toll, Flo. Aber der sieht uns doch hier in der Quassel-Ecke, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Okay. Vielleicht wollte er nicht. Wie, Alter, wie komme ich jetzt an den Flug? Kann mir jeder mal erzählen, wie der jetzt an den Flug kommen soll? Mensch, verkaufen einfach so. Die paar Fänge. Warte, soll ich den mal holen? Den Flug? Da steht der Schwarter davor. Das ist sein Problem. Ja. Warte mal, ich hole ihn hier raus, warte. Komm mal her, ich hol ihn raus hier. Yeah! Komm mal, mein Kleiner hier. Sag eben den Zitter und den Schwaler kaputt. Yeah! Aber den Flug frei. Yeah! Warte, ich mach hier nichts kaputt. Guck dir das an, guck dir das an. Ja. Meine Fahrer von Fortuna, hier haben wir da noch so einen Hänger. Oh, Hängen zwei Achse. Hat geklappt. Ja, unten bei der BGA geht noch einer. Gott, ich muss mal hier mit dem Miststreuer, das ist ein kleiner. Den müsst ihr doch auch vorne anklemmen können, oder? Ja, kannst du. Warte. Ich stehe nämlich an. Kann ich mir nämlich hinten noch das Güllefass dranhängen? Ich weiß noch, was uns hier alles vorne ranhängen kann. Aber was egal. Was ist das für eine Scheiße, ja? Nicht, dass die Sendung wieder FSK 18 ist, ne? Am Ende. Der Miststreuer ist nicht geeignet für mein Fahrzeug. Liebe Kinder, haltet euch die Ohren zu. Ja! Spult zurück und haltet euch die Ohren nochmal zu. Ihr habt nichts gehört. Ich habe jetzt einen langen Rüssel vorne dran. So viel zu FSK. Und der hat scharfe Kanten. Oh, verdammt. Komm so. Her. So, jetzt runter. Gib's mir die Gülle. Gib's sie mir über den Kopf rüber. Wie das Duft ist. Ich hatte schon eine Gülle-Dusche. Also echt? Ich auch. Ja. Nicht nur einmal. Ich kenne mich da sehr gut aus. Ja, mein Ausbilder, der hatte sich von seinem damaligen Ausbilder, also wo er da gelernt hat, hat er sich ein großes Güllefass geliehen. Und er wusste nicht ganz genau, wo er das aufmacht. Und hat rumprobiert und hat gefragt hier hinten, na guck mal, tropft's noch? Und ich gehe dann nach hinten und gucke und er hat das Stützventil gedrückt. Ja. Und genau, dann mitten mal, boom, volles Rohr, die steht da hinten. Ja, es kommt, ist gut. Läuft. Oh, ey, aber, das ist der Lehrling-Test. Ja, das ist von oben bis unten, ich war komplett voll, ey. Aber und vor allen Dingen riechst du 2 Tage lang danach. Ja, mein Frau hat sich gefreut. Auch nicht schlecht, ne? Jetzt kann man wirklich sagen, oi, die Toilette. Ja. War geil, ich hab so gelacht, ey. Wir haben beide so gelacht. Das ging gar nicht, ey. Meine Frau hat definitiv zu mir gesagt, hier, pass auf, zieh ab. Also, Junge, mach einfach nur einen Fisch. Ich muss ja gestunken haben, wie 10 Meter Feldweg. Aber wie riechen denn 11 Meter Feldweg, ne? Das ist die andere Frage. Da arbeite ich mal im Schweinestall, dann weißt du es. Ja. Habe ich, das riecht, Alter, also, du bist Tage, du, das ist furchtbar. Ich fahre jetzt 1 km/h. Du riechst das ja nicht mal selbst. Ich fahre auch nur irgendwie, das jetzt fahre ich wieder schneller. Ja, es hat geleckt, ihr leckt schon wieder, ja. Aber wie. Ist jemand in der BGA? Ich stehe an der BGA, aber bin nicht auf dem Ding drauf. Achso.
Das ist aber merkwürdig. Vielleicht ist sie da am Server. Oder? Nee, ich hab mal den Verdacht. Ich hab das vorher mal getestet. Ja. Wo der Kater dann auf einmal gesagt hat, du machst es schon der BGA. Ich hab mal geguckt, wie weit du gehen kannst. Ja. Bis das anfängt zu lecken. Das ist direkt wirklich nur eine kleine Sequenz. Mhm. Und dann sofort knallt, fängt das an mit lecken. Okay. Das ist wie wenn der Smirnoff jetzt bei mir hier anfangen tut. Ja, über den Tisch sitzen. Ich habe jetzt nicht ein Wort verstanden. Also ich auch nicht. Wenn der Smirnoff jetzt sein Güllefass anmachen tut, dann fängt das sofort an, wenn der bei mir in der Nähe ist. Da denke ich immer, also sagen wir so, der Grubber ist schneller als ich. Okay. Echt? Bei mir leckt das überhaupt nicht. Wenn du weit genug weg bist, geht's. Das ist nur mein männlicher Geruch, wo er Angst hat davor. Den ich hinter mir herziehe, den männlichen Geruch. Kater, was machst du? Ich meine, wir haben ja auch unseren Schnell. Diskutier nicht. Genieß einfach den Anblick. Moment, was habt ihr gemacht? Wo seid ihr? Hier, spring rein. Ich spring raus und fahr einfach hinter Kater hinterher. Wo ist der? Sag mal, Kater. Das ist doch nicht geeignet für die Hänger und den Partner kann ich nicht anhängen. Sag mal, Kater, was? Wo seid ihr? Ja, macht wohl gerade alle den Florian. Ja. So nicht so geil hier. What the fuck? Spring mal. Sieht aus, als wenn Kater den Miststreuer nach Hause trägt, ey. Lass mich in Ruhe. Ja, ja, weil ich jetzt drin. Springt heute gar nicht. Springt in den MB-Truck rein, dann seht ihr es noch. Ihr könnt auch hinterherlaufen. Musst du aufpassen, dass ihr nicht noch hier dich überholt. Herrlich, ey. Wo seid ihr? Meine Kupplung hängt zu tief, da auf dem Stitz heute runter. In der Nähe vom Shop sind wir. Oh, herrlich. Na, Kader, alles gut. Steht jetzt immer. Ich nehm gleich den Reinkong hier. Ich spiel weg mit dem Ding. Du bist ja schlimmer wie ein Einkaufswagen, ey. Laufen wir jetzt alle hinterher? Nee. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ehrlich. Du bist die Vergasfläche. Ich muss auf der anderen Seite. Ja. Sag mal, Kader, kann das sein, dass wir für den Wagen jetzt weniger kriegen, weil du nur auf dem rechten Reifen gefahren bist? Oh, jetzt war das abgenützt. Wo ist hier die Verkaufsfläche? Ja, du kannst also, noch einmal um die Ecke rum. Du kannst das Schützrad auch hochfahren, ne? Das weißt du, ne? Weißt du, hast du das jetzt mit aufgenommen? Bitte? Ja, hab ich. Ich hab's mit aufgenommen, ich hab's voll drauf, ey. Ja. Du kannst das Schützrad auch hochfahren, glaube ich, ne? Wie soll denn das gehen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Komm, verkauf das Ding, weg mit dem Teil. Na, kommst du mit um die Ecke rum? Ja, ich hab hinten ein bisschen wenig Haftung. Ich fahr bloß auf die Vorderräder. Ja. Ist jetzt eigentlich einer mit dem Flug hinterhergefahren gekommen? Nee, ne? Warte. Puff. Sehr gut, Kater. Ich verkauf den jetzt mal, ne? Hier. Wir müssen gerade zwei Hänger, muss ich sagen. Oh, ganz schnell. Die müssten eigentlich auf dem Hof stehen, aber da stehen sie nicht.